Hallo und guten Tag, hat er gesagt, nachdem ich ja letzte Folge wieder mal unnötig gestorben bin. Ist jetzt eine Mission, bauen, beziehungsweise Brett bauen, oberste Priorität, ne? Aber erstmal sollte ich hier ein bisschen reparieren, weil sonst lohnt sich das irgendwann gar nicht mehr. Und wir haben eh, kein Unterstell, wo wir überhaupt das Bett denn so fabrizieren könnten, ne? Ich sage nur so, ne? Sonst so, der Rest sieht alles gut aus. Die schießen immer nur von der Seite, ne? Wisst man nicht, wo sie hier hinschießen? Wisst ja nicht, ob der Eumel gleich wiederkommt. War schon ein bisschen frech. So, jetzt ist natürlich auch... Ja, hier ist nichts drinne. So, wir brauchen Wasser. Und altmögliche. Dann habe ich nicht den Fisch letztes Mal gesehen wahrscheinlich, sondern den Typ, der da angelt. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, wegen so einer Animation. So, du bist immer noch fleißig hier am... was auch immer machen. Einfach mal, damit du zu essen hast, ne? Das ist für mich die oberste wichtige Priorität. So, dich nehme ich auch mal raus, weil wegen wegfressen. Und war der hier angeln, der Kleine? Okay. Ist denn ja auch nicht so geil, ne? Naja, also es geht, ne? Irgendwie müssen die ja auch sich Nahrung machen und so. Natürlich ein bisschen schade, da ich jetzt so viel Holz verloren habe, obwohl das ja eigentlich alles reserviert ist. Ausbau. Ja, nicht so richtig geil geklappt, ne? Nicht genug Federn. Ich habe kein Geweih gekriegt, damit auch kein Kleber, ne? Damit ich meinen Strom irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte, ne? Ja, alles nicht so vorteilhaft. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir das trotzdem alles so hinkriegen, wie wir brauchen. So. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's goldig aus. Das ist nämlich fast fertig. So, Wasser brauchen wir hier. Den müssen wir töten, schlachten und hier. Ihr braucht auch nochmal Wasser. Okay, ich hab's verstanden. Muss ich da denn nochmal losrennen? Was dann wiederum nicht so geil ist. Du kommst hier rein. Eine Angel haben wir noch. Hm, der Rest fehlt ziemlich viel, muss ich sagen. Ja, ist egal, dann behalten wir das den Licht. Wenn sie meinen, dann behalten wir es halt. So, das wir alles wieder rein. Den Dietrich müssten wir eigentlich wieder herstellen, ne? Hier haben wir ja auch schon Licht drin. Hm. Na, ich glaube nicht. Wenn, dann haben wir es ja meistens hier in der Nähe irgendwo. Ah, wir könnten, glaube ich, langsam mal. Also das essen. Nehmen wir mal mit. Quatsch, hier unser Dings. Wie sieht's denn hier aus eigentlich mit Strom? Strom so war. Ja, muss ein bisschen heller werden, ne? Siehst, wir könnten uns eigentlich decken, wenn wir jetzt da oben was noch drauf machen. Aber dazu müsste ich unterwegs sein, nicht so viel labern. Achso. Gut, wir holen nochmal Wasser schnell. Ohne runterfallen. Ich hoffe, das war mir jetzt hier so eine Leere. Mach da schöne Eier, ne? Verlass mich auf dich. Dass du da ein schönes, leckeres Ei legst. Und kack mal ein bisschen mehr. Musst auch mal einen Kacki machen, auch wenn man Lust hat. So, gut. Das kommt drin, das kommt drin. Bio hier rein. Wir wollten jetzt nochmal schnell die Munition erstmal weg. Drei davon. Du kommst auch wieder hier unten hin. Dich weg. Du kommst hier rein. Ja, ein bisschen was müssten wir herstellen.
So. Ach, Digga. Warum trinke ich das? Nein, ich hab's getrunken. So eine Kacke. Ach, nee. Jetzt bin ich schon wieder vergiftet, ey. Hm. Warum ist der Winter zurück? Das ist ja noch viel, viel schlimmer. Kommen wir hier raus und es ist einfach mal schweinekalt. Also 5 Grad, es schneit. Gut, das kann vorkommen. Echt jetzt? Bin ich so eine hohe Fall-Dings haben. Ja, dann gehe ich lieber hier runter. Muss ja mal kontrollieren, ne? Der soll ja ein paar Eier produzieren. 4 Grad und es schneit, ey. Ich werd verrückt, ey. Also da ist dann oben irgendwas nicht komisch an. Wir sind wieder vergiftet. Das ist noch viel, viel schlimmer, weil das heißt, irgendwann, ich muss eine Leber mir killen. Und wahrscheinlich nicht so das Problem ist, wenn die in der Nähe sind oder so. Aber ist jetzt auch nicht so das Schönste, ne? Oh. Baumwolle ist immer geil. Da freue ich mich jetzt schon richtig. So, wir hatten letztes Mal in der Richtung, beziehungsweise... Ja, hier so nach oben hatten wir die... Den Hirsch. Klar, für uns wird jetzt erstmal ganz cool. Mit den Hoppelhäschen. Interessiert jetzt nicht ganz so doll. Klar, in der Not. Isst man nur noch Brot. Oh. Ja, zu dir wollte ich jetzt nicht unbedingt, ne? Zumindest nicht auf den Schoß. Ne, ne, ne. Ja, wo sind die Böbbelitz, wenn man sie braucht? Da rufen sie wieder nirgendwo rum. Ich loote immer einfach alles weg. Oh, da. Sehr schön. Boah, ich brauche man den wirklich. Ich zumindest. So, dann hole ich gleich mal Holz. Aber Pfeile muss ich dann auch so herstellen, ne? Also falls ich sie brauche, damit ich es habe. So. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Na, ja, schon mal Munition, das ist auch nice. Ja, sonst laufen. Komm mir hier. Oh, da ist eine Möhre. Ach, hier ist ja richtig viel sogar. Das ist ja noch eine Kiste. Geil. Geil. Oh, noch besser. Ein Pfeil gekriegt. Unseren einen schon wieder raus. Vielleicht noch ein Pfeil. Na, aber trotzdem gut. Da ist auch was. Ich wollte schon sagen, ich hatte doch hier eine Möhre. Das ist schon mal schön. Dann versuchen wir mal hier so nach oben zu latschen. Irgendwas Kleines war da auch rumgewandert. Vielleicht haben wir Glück. Und das ist wieder ein Bob. Na, da will ich nicht ganz so nah ran, ne? Bei dem Freund. Und da ist auch eine Kiste noch. Oh ja, wieder Baumwolle. Boah, wir sind ja hier, wir machen Baumwolle ohne Ende, glaube ich noch. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Mal anpflanzen, die Weltmeister. Haben wir noch ein Äppelchen? Okay. Was wird das da? Und wer baut hier? Die bauen ja gar nicht klein, ne? Aber ich wüsste nicht, wer hier ist. Aber man hört, man muss das aufsprengen.
Oh, da ist ja so viel dabei auf jeden Fall. Wenn man das aufspringen möchte. Da brauchen wir bestimmt auch einige Mats und dann ist die Frage, ob sich das lohnt und sowas. Ne? Ich weiß ja nicht. Also jetzt momentan noch nicht so. Ich weiß auch gar nicht wann. Das ist ja so Wahnsinn. Wenn man sich mal überlegt, das Spiel auch schwer zu spielen, alleine, ja, das wird ja dann auch noch ein heftiger Haufen werden. Klar, man gewöhnt sich dran, denke ich mal, dass das Ganze ein bisschen heftiger ist. Und dass vielleicht die Viecher hier immer öfters kommen. Ich finde auch meine Position gar nicht schlecht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob andere denn sagen so, na, so cool ist es nicht. Aber ich finde es gut, weil die kommen nicht ran. Für sie irgendwie gesaved da oben. Ich zumindest. Ich weiß natürlich nicht, ob es denn irgendwie bessere Standorte gibt, wo Drehe oder sowas, ne? Oder wir haben ja noch nicht mal ein Puma oder was auch immer getroffen. Hat die gesehen da hat. Finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, ne? Aber Elche sollt ihr auch haben. Ah ja, Elche werde ich auch. Also auf jeden Fall im Herbst so dermaßen killen gehen. Sobald ich einen sehe, ne, wird es aber hier zap zap, ne? Auf den Kopf geben. Dass ich hier reihenweise alles kriege. Oh, da ist ein Bock. Doppelbob. Ich sehe den anderen nicht so richtig. Oh geil. Ein Doppelbob für mich. Ein Doppelbob für mich. Ein Doppelbob für mich. Mich. Siehst du, ich kann ja mal bei den eingepflanzten. Renne ich jetzt schon wieder hier so nach oben? Ich weiß es nicht. Für mich wichtig, Kiste. Wo ist der Idiot? Geht er weg? Koffer mal, das ist meine Kiste. Besser ist. Wo warst du denn, wo ich da oben war? Ah ja, Kopf. Ach, echt. Ob das sich das gelohnt hat. Ne, geht da lieber weg, ne? Der hätte ja auch mal mit dem Wolf spielen können, ne? Der mit dem Wolf spielt. Immer durch die Wölfe musst du gehen. Geht der denn? War ja schon viele Nachbarn heute unterwegs, ne? Naja. Ich lass sie mal. Ich will da jetzt nicht so rumstressen. Aber auch wenn ich irgendwas hacken möchte hier, war. Ich komme ja nirgendwo ran. Aber er hat ja nicht gesagt, dass meine Base angegriffen wird. Jetzt knurrt's gleich wieder. Nö. Ist noch weit, ne? Der duldet ihr wahrscheinlich. Muss schon sagen, so ein bisschen Hunger muss da. Ein bisschen Ausdauer brauche ich auch, um wegzurennen. Ich darf den nicht immer ganz verballern, ey.
Also, wir haben jetzt ja unser Erwartetes hätten wir. Sechs Stück, fünf hatten wir noch in der Truhe. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich sagen würde, yo, richtig krasse Ausbeute, weil ich brauche ja trotzdem noch Pfeile. Wenn ich mir nur einen Pfeil herstelle, dann kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht so der Geiz ist. Deswegen irgendwie cooler gefunden, wenn ich jetzt hier noch zwei schießen würde. Aber dazu müsste ich die natürlich auch finden. Ist das mein See oder? Ja. Durch die ganze Weiß, man erkennt gar nichts. Das könnte noch eine Kiste sein. Sieht total schemenhaft schlimm. Und ja, erkennt man auch total schlecht. Wer hat das denn hier reingeballert? Das klang mehr wie eigentlich ein Rabbit, aber. Ich sehe mein Essen nicht. Finde ich nicht so cool irgendwie. Lieber, wenn es direkt auf mich zukommt und sagt so, ey, Sioni, hast du Hunger? Ich bin ein Chicken Wing. Snack mich weg. Ich bin ein Chicken Wing. Für dich perfekt. Ja, du kannst mich essen. Den Hunger denn vergessen. Ich finde wenigstens so ganz cool, dass die das wenigstens, also dass die das so hingekriegt haben, dass man da auch rankommt, was man sieht. Es gibt ja oft Spiele, da spawnt es so zufällig. Hi. Da spawnt es so zufällig. Und das macht ja keinen Sinn, ne? Deswegen, also hier ist schon ganz gut gemacht. Das, was man sieht, kriegt man. Das, was man kriegt, sieht man. Also besonders schnelle Tode. Ich glaube, wenn ich meine Kleintierfallen und sowas alles auf Vordermann bringe, dann wäre das auch noch ein Unterschied von mindestens ein paar Tode oder ein paar, ja, Goodies, wie auch immer. Hallöchen. Ja, da Hühner gehen gar nicht mehr rein. Bob, dich mag keiner. Schon mal aufgefallen? So, ja. Ich mach mal hier alle drin. Was haben wir sie auch mal wieder aufgefüllt? Ich hoffe, der Eumel, der da hinten gelaufen ist, der kommt jetzt hier nicht gleich her und ja, will mich einen wegtöten. Ich glaube, der Bett ist wichtiger als jetzt die Pfeile. Einen Pfeil könnten wir ja theoretisch mal herstellen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist erstmal das Bett. So, und für das Bett haben wir ziemlich viel Zeug gebraucht. Ich weiß noch nicht so richtig alles was. Wir gucken mal nochmal rein. Ein Bettchen. Achso, ja, und Leder. Leder haben wir noch. Die brauchen wir natürlich. Und dann geht's los. Ein Bettchen nur für mich. Geil. Ja, richtig viel, ne? Also das ist wirklich mit das schönste Geräusch, was man so kriegen kann. So. Das hieß ja nach Adam Riesia. Wir haben hier wieder ordentlich was dabei. Aber wir wollen natürlich auch Baumwolle haben. Die Frage ist, ist es jetzt so wichtig? Die, eigentlich schon, ne? Was ist denn jetzt hier? Reparieren, 3000. Soll mal meine Sachen reparieren.
fällt mir gerade so auf. Reparieren. Ich dachte, ich das mal jetzt zerreiße. Bei Gemüse. Ach, sieht gut aus. Ich will natürlich anpflanzen, aber. Eigentlich sieht's gut aus. Und so viele Kräuter und so haben wir ja nicht, ne? Also hier könnten wir immer Samen ziehen, ne? Ist klar. Ah, Tomaten haben wir ja hier noch. Komm, ist egal. Ich mach die hier. Ich mach das jetzt so. Dann haben wir eben Baumwolle denn die nächsten Jahre. Ist ja Aufwand wert. Was ist das hier? Karotten. Ja, ist okay. So, und dann jetzt haben wir noch eine Feder. So, mein Bett hinstellen. Das wird richtig wichtig sein. So ein großes Bett. Ja, aber wir wollten es ja hier hinten hinstellen, weil ich gerne hier so schlafe. Kann ich jetzt hier noch gucken? Ja, gut. Was ist das hier? Verfügbare Leben 1. Oh, hier können wir Leben erschaffen. Wie verfügbare Leben 1. Und wenn ich denn kein Leben mehr habe, was dann? Ah, das sind Respawn-Dinger, ne? Also wenn ich umso mehr ich Respawn-Dinger habe. Ah. Ich glaube, ich habe es gerafft. So ein bisschen zumindest. So, gut. Dann tütteln wir hier das mal wieder rein. Das war ja recht erfolgreich, muss ich sagen. Achso, ne, den brauchen wir noch. Wir müssen ja noch einmal Pfeil herstellen, bitte. So, jetzt kommt da drin. Leder auch wieder. Das hier auch wieder. Das hier auch wieder. Der da rein. Ja. Dann sieht es doch richtig erfolgreich aus, oder nicht? Also, was heißt richtig, aber schon so ein bisschen. So, Biokraftstoff. Aha. Hat schon wieder was in der Falle. Ja. Ach, guck mal, ne? Mein Ding ist aussehen. Das heißt, ich bräuchte Holz zum Starten meines. Ja, ja, ich hab mitgekriegt. Jo, jo, jo. Ja, wo bist du hier hinten, ne? Ist noch irgend so ein Idiot? Die Tüte ist. Achso, das können wir kochen. War das kaltes? Aha. Ach stimmt. Diese Bracks gibt es ja auch noch, ne? Wir müssen jetzt gleich mal gucken, was die alle brauchen. So eine mega Full Bracks erstellen könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Naja. Okay. Alter. Oh.
auch. Oh. Ich blute tierisch. Jetzt sind mir aber ganz schön viele, muss ich sagen. Okay. Ah, warum waren die jetzt so aggressiv? Jungs, 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 Jungs. Ganz schön aggressiv, muss ich sagen. Hatte ich jetzt hier noch mehrere umgebracht oder nicht? Schade, dass die nicht mehrere Feinde hier noch angetötet haben. Oh, Streichhölzer. Aha. Naja, wenn es für die... Ich frag mich zwar, wie sie sich vermehren. Sind ja nur Männer. Das ist okay. Nee, ich habe das Spiel nicht geschrieben. Aber, ne, ihr wisst schon, wie ich es meine. So, ich habe hier Wasser. Und wir können viel noch machen, aber das in der nächsten Folge. Also... Mann, Action zum Schluss. Bis dann, ciao.